Wir befinden uns zum Beginn der kalten Jahreszeit in einer dramatischen Lage. Im Bundestag hat die Kanzlerin ihre Regierungserklärung zu den Corona-Maßnahmen abgehalten. Neben Kontakteinschränkungen im privaten und öffentlichen Raum gibt es weitere Maßnahmen. Private Kontakte sind insgesamt auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren. Auf nicht notwendige private Reisen ist zu verzichten, auch im Falle von Besuch bei Verwandten. Touristische Übernachtungsangebote wird es nicht geben. Einrichtungen der Freizeitgestaltung, der Kultur und der Unterhaltung werden geschlossen, ebenso Gastronomiebetriebe und bestimmte Dienstleistungsangebote. Nicht jeder ist damit zufrieden. Es gab Widerspruch. Der Präsident des Bundestags, Wolfgang Schäuble, musste eingreifen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, bitte ein Moment um. Aber für die Regierung ist klar: Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Es sei wichtig, das Leben in Kitas und Schulen aufrechtzuerhalten und Risikogruppen zu schützen. Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer betont, wie wichtig nun der Zusammenhalt und die Solidarität sei. Aber wir brauchen diese Solidarität auch in der Zukunft. Wir brauchen sie auch von denjenigen, die sich dem verweigern, weil diese Gesellschaft wird nur erfolgreich sein, wenn alle an einem Strang ziehen. Und es geht nicht, dass man sagt, ist mir doch egal, wenn ich infiziert werde. Dieses Virus, das ist das Teuflische daran, das breitet sich aus, egal ob es mir persönlich egal ist oder nicht. Und deshalb brauchen wir die Solidarität von allen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. In 2 Wochen wird sich Merkel noch mal mit den Ministern zusammensetzen und die weitere Lage besprechen.